Herzlich willkommen zum dritten Teil Siemens Logo und KTP. Heute soll es um die digitalen Ausgänge gehen. Bei den digitalen Ausgängen gibt es eigentlich gar nicht so arg viel zu sagen, da wir lediglich Zustände der Logo anzeigen können. Das bedeutet also, wir können von der Logo Eingänge, Ausgänge, Merker und Netzwerkausgänge auf unserem HMI anzeigen. Bei den Ausgängen können wir aber nichts vom HMI an die Logo senden, das haben wir bei den Eingängen gemacht. Worum es bei den digitalen Ausgängen eigentlich viel mehr geht, ist eine vernünftige Anordnung. Wir sehen also hier verschiedene Zustände in einem Swimmingpool, wo ich die Visualisierung gemacht habe, oder auch den Motor oder dann hier oben die Umschaltung zwischen Winter und Nacht. Wie du so ein vernünftiges Schema machen kannst, dass man das Prinzip von der Anlage versteht, das kommt in einem anderen Teil, wo ich die Stanze mit euch zusammen programmieren und visualisieren möchte. Heute jetzt soll es aber vor allen Dingen eben um die digitalen Ausgänge gehen und welche Möglichkeiten wir haben. Wir haben im Grunde zwei Möglichkeiten der Anzeige. Das eine ist natürlich über unsere Schalter, die wir hier rechts sehen. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir bei den F-Tasten, ihr seht hier dieses rote Viereck, hier auch Werte von der Logo anzeigen können. Bevor wir beginnen, müssen wir natürlich zu unserer Standard-Variablen-Tabelle gehen und auf Hinzufügen klicken. Ich nenne das erste einfach mal Ausgang 1. Als Datentyp brauchen wir natürlich immer eine Bool-Variable, weil wir ja nur 0 und 1 haben. Die Verbindung haben wir im ersten Video schon festgelegt zwischen Logo und Unterstrich KTP. Bei den Adressen haben wir vier Möglichkeiten. Wir können eben Eingänge, Ausgänge, Merker und eben Netzwerkvariablen anzeigen. Wenn ihr nicht jedes Mal das Fenster öffnen wollt, könnt ihr auch hinzufügen klicken. Und anstatt dem I könnt ihr jetzt auch reinschreiben, also in diesem Fall M für den Merker 0.0. Das geht meistens schneller, als wenn man eben diese Pfeiltasten nimmt und dann das passende raussucht. Das kann man dann nehmen, wenn man es vielleicht nicht mehr weiß, was jetzt gerade dran war oder so. Aber sonst kann man das durchaus auch eintragen. Wir haben also I für die Eingänge, M für die Merker und Q für die Ausgänge. Und als letztes wollen wir noch einen Netzwerkeingang. Das ist dann eben V0.0. Jetzt wechseln wir mal zu unserer Logo. Bei den Eingängen, Ausgängen, Merkern und Netzwerkausgängen können wir nur den Status abfragen. Das heißt, wir müssen nicht nur die Parameter VM-Zuordnung gehen, sondern wir müssen lediglich die vorhandenen Ein-Ausgänge und Merker abfragen. Gehen wir zu unserem Bild, klicken den Schalter an. Wenn das bei euch hier anders aussieht, müsst ihr eben die Eigenschaftsliste umschalten. Als Variable nehme ich jetzt den Ausgang 1. Damit frage ich den Eingang 0.0, das ist der Eingang 1, ab. Verwende ich den Schalter eben nur zum Anzeigen, gibt es eine wichtige Einstellung hier bei Security. Da sage ich Bedienen, Zulassen, eben Nein, indem ich den Haken rausmache. Und dann kann man später nicht auf diesen Schalter draufdrücken. Damit deutlicher wird, was ich meine, kopieren wir uns jetzt einfach die Funktion und machen bei dem zweiten die Bedienung eben zulassen. Wenn ich den Haken nicht gesetzt habe, dann sieht man, kann ich da eben nicht drauf drücken. Habe ich diesen Haken gesetzt, dann kann ich, obwohl es nur eine Anzeige ist, diesen Schalter auch bedienen, wobei er dann natürlich automatisch auf das Bit zurückspringt, das gerade vorgegeben ist. Wenn ihr nur Anzeigen habt, solltet ihr das vielleicht rauslassen, denn es könnte beim Bediener durchaus für Verwirrung sorgen oder aber, wenn es dumm läuft, auch einen Zustand in der Anlage auslösen, den ihr nicht haben wollt. Als nächstes wählen wir den Ausgang 2, das ist jetzt unser Merker 0.0 und kopieren uns das wieder. Falls man seine Variablen mal nicht mehr weiß, kann man immer auf die drei Punkte klicken und dann kann man auch hier die passende Variable wählen. Dann kopiere ich mir nochmal diesen Block und nehme den Ausgang 4. Jetzt frage ich mit dem ersten Schalter eben den Eingang 1 ab, mit dem zweiten den Merker 1, mit dem dritten, das sieht man jeweils hier, den Ausgang 1 und mit dem vierten eben den Netzwerkausgang. Wenn wir jetzt eben aufs Display sehen und auch die Logo links, dann sehen wir, dass der Schalter 4 jetzt hin und her wechselt, so wie es der Impulsgeber eben vorgibt. Wenn ich jetzt eben den I1 drücke, dann sieht man, dass wenn ich den drücke, dass also auch der richtig angezeigt wird.
und das Selbsthalterelais dann eben bei jedem Druck einmal wechselt. Und halte ich den Taster für länger als 5 Sekunden gedrückt, dann wechselt der Merker auch auf On und beim Loslassen springt er wieder zurück. Wenn es also um die digitalen Ausgänge anzuzeigen auf dem Simatic HMI geht, dann gibt es tatsächlich nicht so viel dazu zu sagen. Außer eben, dass es auf die grafischen Einstellungen ankommt. Die finden wir dann jeweils auf der linken Seite. Die sind aber selbsterklärend, dazu muss ich gar nicht so viel dazu sagen. Über die F-Tasten und dieses Anzeigen der Bilder darüber, darüber mache ich ein extra Video, deshalb will ich das hier jetzt nicht behandeln. Es gibt noch die Möglichkeit, digitale Ausgänge eben als Text oder eben als Bild in einer Liste bzw. in einem Ein-Ausgabefeld anzuzeigen. Das kommt dann aber im dritten Teil, wo ich digitale Ausgänge und digitale Eingänge zusammen behandle, in einem extra Tutorial über die EA-Felder.